Was, wenn ich Ihnen sage, dass ich Ihnen auch nicht traue? Dann haben Sie unfehlbare Instinkte. Wenn Sie jetzt nicht gehen, sterben wir zusammen. Ich kann mir schlimmere Tode vorstellen. Na, wer könnte es anders sein als 007 und damit willkommen zu Spectre, dem aktuellen Streifen mit Daniel Craig. Und ja, dieses Aufreißerische, das hat mir in dem ersten Drittel allgemein nicht so gefallen, das war mir irgendwie too much und auch die ein oder andere Action-Szene, wie zum Beispiel vor dem Intro, das war mir teils zu hektisch geschnitten und hat mich so ein bisschen an einen Quantum Trost erinnert, den ich im Gegensatz zu Skyfall so gar nicht gut in Erinnerung habe. Da wurde ich trotz mancher gelungener Szenen noch nicht warm mit und da hat er mich auch noch nicht gecatcht. Man sagt, Sie sind erledigt. Was glauben Sie? Ich glaube, Sie fangen gerade erst an. Lassen Sie mich verschwinden. Doch der Film steigert sich enorm, als ihn nach einem denkwürdigen Erlebnis zum Bond-Girl führt, 1A gespielt von Lea Seydoux. Sie beschützen jemanden. Man hat dieser Rolle endlich wieder Wichtigkeit gegeben. Lassen Sie mich in Frieden! Aber auch über Bond selber erfährt man einiges und bei den Dialogen fiebert man mit. Ich komme mit Ihnen. Auf keinen Fall. Ich kann absolut auf mich selbst aufpassen. Darum geht's überhaupt nicht. Ich komme vielleicht nicht mehr wieder. Ziemlich beeindruckt hat mich auch der Gegenspieler. Mittlerweile dürfte den ja jedem bekannt sein. Ansonsten mal kurz weghören. Sagen Sie mir, wo er ist. Er ist überall. Und zwar Christoph Waltz, der nach und nach förmlich zur Höchstform aufläuft, wie allgemein die letzte Stunde. Information ist alles. Die ich so intensiv oder nicht? Und von der Inszenierung her selten so stark erlebt habe. Diese Organisation, wissen Sie, wie sie heißt? Ihr Name ist Spectre. Und einer verbindet sie alle. Auch das Thema Überwachung spielt eine entscheidende Rolle. Ich. Für mich. Willkommen, James. Ist ja sogar noch etwas besser als Skyfall. Unsere Wege haben sich so oft gekreuzt, aber du hast mich nie gesehen. Von daher gebe ich eine 9. Was hat denn so lange gedauert? Also unbedingt rein da, denn es gibt einfach zu geile Szenen, auch witzige Situationen, die man gesehen haben sollte. Selbst der Bond-Song von Sam Smith, den ich anfangs so abgelehnt habe, der war mir zu eintönig und so weiter. Den habe ich mittlerweile aber echt gern, weil er doch ins Gesamtbild gepasst hat und deshalb habe ich hier eine kleine Kostprobe für euch. How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. For you, I have to risk it all. Cause the writing's on the wall.